Hi, na, willkommen zurück zu Ni no Kuni 2. Hier ist wieder der Maddie. Tachchen. Geht's euch gut? Habt ihr Spaß am Leben? Wie ist so? Leuchtende Augen, fröhliche Gesichter? Britzelprisma aus einer kegelförmigen Grotte in Melanzani holen? Das ist. Also, besser kann man das auch nicht sagen. Wir müssen unbedingt demnächst mal gucken, dass wir unsere Leute neu ausrüsten. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe ja immer so im Hinterkopf, dass ich ja eigentlich so Waffen auch bauen möchte. Wir haben ja unser Königreich, da kannst du das ja gut machen. Aber ich habe bisher noch nicht wirklich den Mehrwert daraus gesehen. Zumal man ja für alles irgendwelche blöden Items auch braucht. Und die kriegst du ja eigentlich erst hier. Und da kriegst du dann eben auch noch bessere Waffen, als du ohnehin schon hast. Also, ja, vielleicht habe ich da auch den falschen Blick drauf. Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht, Kinder, man weiß es nicht. Hopp. 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 Hip hopp. Nicht so ein Hibbelhopp, Boys und Girls. Ein Hibbel und Hopp. Eine Vario-Schote. Das klingt nach einem Item, das man für irgendwelche blöden Quests braucht. Zeig mir eine bunte Paprika. Bep, bep, bep. So. Okay. Ein Britzelprisma. Das müsste doch hier irgendwo sein. Ravonskis. Und wir brauchen unbedingt eine neue... Da hinten ist das Britzelprisma. Ja, gib mir mal das hier. Und sie haut jetzt volle Möhre drauf. Das weiß ich nicht. War ich das? War sie das? Ach so, das war dieser... Ah, dieser Roboter. Ach so. Na dann. Ein Britzelprisma. So einfach kann's gehen. So einfach geht das. Und das braucht Matthias dann. Cool. Also wieder was geschafft. Perfekt. Was gibt es denn noch? Ein mutiger Schritt. Wünschelwolle. Gibt's das auch irgendwo hier so zum Gucken? Oder sagt er mir dann... Ich weiß nicht, wo ich das alles immer herkriegen soll. Das steht da ja auch nicht. Ich muss mal irgendwann eine komplette Liste machen. Dann drucke ich mir die aus und dann können wir die während des Videos so aneinander abarbeiten. Genau. Ich habe keine Wünschelwolle. Sieh ich aus, als hätte ich eine Wünschelwolle? Ausstattung herstellen? Guck mal, das, alleine das hier, das ist doch... Dompteurmantel, das ist... Das sind Sachen, die sind nicht cool. Das können wir verbessern. Basisqualität höher, aber... Lukrative Samurai-Rüstung. Es sind so viele Waffen. Wenn er jetzt sich... Zum Beispiel hier. Pass auf. Da könnte man nur jetzt... Vier vergleichen. Das möchte ich. Vergleich. Das hätte ich gerne. So, guck mal hier. Alles Minus. Aber wie soll ich denn da... Das ist in Ordnung, ja. Aber das ist auch noch die Drittwahl von Roland. Also von daher... Na gut, wir haben ihn ja auch nicht wirklich ausgerüstet hier. Totschlaghammer. Das klingt eigentlich auch ganz witzig, aber im Endeffekt... Nee. Fähigkeiten freischalten. Guck mal, was du alles für ein Kram dafür brauchst. Das habe ich doch nie. Wo soll ich das eigentlich herkriegen? Hier aus meinem Lager, aber... Ach. Ach. Genau, Roland. Du sagst es. Ach. Okay. Wir brauchen noch 55.000 Kronen, damit wir auf eine höhere Stufe da kommen. Es gibt doch auch noch so Quests, wo wir dann irgendwelche Leute verhauen müssen, oder? Hm. Überbringe Steve seine Sachen. Abrakalyse oder boah, habe ich das schon gemacht? Panoktopusse? Wo... Das ist das ja gerade. Wo soll ich das alles herkriegen? Das steht da nicht. Nee. Hier. Besorgen, besorgen, besorgen. Besorgen. Ich hätte gern... Ich habe doch so eine Quest angenommen. Ach, guck mal, die sind hier. Aha. Ja. Stapel Eierkuchen. Mäuse-Armee-Lanze. Wellenaxt. Knochen. Harz. Oinkulese. Oinkulesse. Und Glitzerfeen. Kein Zielort verfügbar. Das ist doch wieder doof.
Ach, genau wegen solcher Sachen habe ich eigentlich auch Trust-Issues, ne? Genau das ist es. Was ich überlegt habe, wir können nochmal zu den Windschlangenklippen zurück. Und vielleicht sind da ja noch zwei, drei Sachen, die wir nicht gemacht haben. Ist doch eine gute Idee, oder nicht? Gute Idee? Ja, Maddie hat immer gute Ideen. Das wollten... Nee, das sind nicht die... Das ist das nicht. Ja, der Cobra-Weg. Nein! Ich will zu diesem Lager von diesen Typen da. Piraten, Windschutz, Eierköpfe. Das wollte ich machen. Wo ist das denn? Weiß ich wieder nicht. Luftschiff, komm. Yep. Hier hinter? Alleine da oben. Da ist doch was. Da ist doch geil. Nein, bleib doch stehen! Ich drück doch extra zurück, dass der da bremst. Aber... Veni, Vidi, Victory. Naja. Veni, Vidi, Perumpere oder sowas. Das Windschlangenklippen. Das ist es. Sind wir jetzt richtig hier? Müssen wir jetzt nach Norden? Ist da noch was? Habt ihr Glitzerglitzfeen? Nee. Dann gehe ich wieder. Alleine diese Musik hier, die hat ja nie gepasst. Stimmt, das war ja die Geschichte. Richtig, so war das. Okay, einmal aufsteigen. Wurrt. Hallo, hallo, nimm mich mit. Nein. Okay. Im Endeffekt kann man ja eigentlich nur so fliegen. Das ist ja... Das ist dann ein bisschen intelligenter. Da oben, ist das nicht das Würstchenlager? Ist das auf der Karte gewesen? Habe ich das einfach noch nicht gesehen? Einmal hier bitte absetzen. Genau da wollte ich doch hin. Versteckt der Luftpiraten. Hä? Ist... Pff. Das finde ich schon komisch. Eigentlich hätte ich gedacht, das findet man hier auf der Karte. Na gut. Ist auch schlimm. Nicht schlimm, wenn nicht. Gibt doch definitiv Schlimmeres. Zum Beispiel die Quests, die wir jetzt hier alle kriegen. Da ist schon die erste. So, sag ich doch. So. Eine Quest haben wir hier. Oder wir können hier jemanden mitnehmen. Das wäre natürlich noch geiler. Einfach du. Hallo. Was? Evan, ich... Hey, du. Ja, weißt du gleich nochmal? Hi. Oh, ich heiße aber Boris und ich hätte da... Hey. Ich kann's einfach nicht, ich bring's nicht raus. Hä? Hey, warte mal, was soll das? Jetzt hat er sich hier runtergeschaut. auf einem Besuch... Auf einem Besuch im Piratenversteck trifft Evan auf den verlegen und rumdrucksenden Boris. Dieser hat offenbar etwas auf dem Herzen, bringt es jedoch einfach nicht über die Lippen. Als er dann plötzlich davonrennt, kann Evan nicht anders, als die Verfolgung aufzunehmen. Doch, ich kann anders. Ich heiße Boris. Einfach nur Boris. Ja, ja, Jermaine. Ach, Level... Das ist ja ein Low-Level-Ding hier. Bin ich denn hier richtig, wenn ich hier runterlaufe? Da hinten ist er. Oh, guck, er will wegfliegen. Aber ich lasse dich nicht. Er will springen. Okay. Hey, Evan, hast du mich verfolgt? Natürlich, ist das unklar, was du was auf dem Herzen hast. Und deshalb bist du extra nachgelaufen? Na klar, du wolltest mir denn sagen, dass angefangen, ich hätte da... ehrlich, das sagst du, du hast bestimmt was Wichtigeres zu tun. Also, ich wollte dich fragen, ob du... Ich kann es einfach nicht. Ich schaff's einfach nicht. Das ist mir viel zu peinlich. Er ist schon wieder weggerannt. Ihm nach. Ich heiße Boris. Einfach. Nur Boris. Tja. Ich dachte eigentlich immer, Boris die Bestie wird von Ron Perlman gespielt, aber es war Jermaine Clement. Ist auch in Ordnung. So, jetzt habe ich dich in der Ecke. Wie lange willst du mich denn noch quälen? Lass mich doch einfach in Frieden. Ich kann doch als König nicht einfach wegsehen, wenn jemand in Schwierigkeiten ist. Erzähl mir doch, was los ist. Du kannst mir vertrauen. Also, ich wollte dich fragen, ob... Ob du mir hilfst. Ja, weiter. Och, Mann! Ich halte es nicht aus. Lass mich in Ruhe. Boris, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Ich dachte, du wolltest mir vertrauen. Na.
Aber ein bisschen witzig ist es. Gleich sind wir überall. Jetzt einfach ihn runtertreten, Banks. Tja, wenn du dich willst, dann hast du wohl schon. So, mein Lieber, jetzt kommst du nicht mehr raus. Oh, schön, die du auch noch. Ihr werdet mich wohl nicht in Ruhe lassen, bis ich's ausgespuckt habe, was? Boris, jetzt nimm dich ein bisschen zusammen und erzähl uns, was los ist. Wir wollen dir doch nur helfen. Also gut, ich seh's ja ein. Ich stelle mein Schicksal wie ein Mann. Ja, das klingt doch gleich viel besser. Ich habe da eine Bitte an dich, Eva. Ich wollte fragen, ob du mir hilfst. Darf ich dir helfen? Hi. Ob du mir hilfst, einen schönen Acker anzulegen in Minneapolis. Ein Acker? Genau. Ich kann einfach nicht so gut mit Leuten umgehen wie Pierre. Ich bin auch nicht so stark wie Carlo. Ich bin als Luftbereiter eine ziemliche Niete, aber ich will trotzdem etwas Nützliches für euch alle tun. Und da habe ich mir gedacht, es gibt doch eine Sache, in der ich gut bin. Und das ist Ackerbau? Genau, da macht mir so schnell keiner was vor. Und frisches Gemüse kann wirklich jeder gebrauchen. Ich finde, das ist eine prima Idee. Natürlich helfe ich dir dabei. So jemand wie du fehlt uns doch in Minneapolis. Vielen Dank, Eban. Du wirst sehen, mein Gemüse ist das Beste. Tada. Das ist so. Das hat sich doch dann wieder gelohnt. Okay. Wir müssen auch noch nach Hafenna. Das ist auch noch auf unserem Tacho hier. Da haben wir auch noch eine Quest. Hi. Haben sogar noch mehrere. Hi, ja, ja, hier ist ja wieder was los. Bring mir 5 Scheiterholz. Ja. Na, wenn das mal nicht Evan ist. Die Leute in dieser Stadt stehen tief in einer Schuld. Ich finde in Ordnung, wir haben dabei ja auch einen guten Schiffszimmermann gefunden. Matthias, ich war ein fähiger Mann, aber trotz seines Alters ist er manchmal etwas leichtsinnig. Ich behalte ihn besser im Auge. Ja, danke für den Hinweis. Noch besser wäre es ja, wenn du dich auch in die Dienste meines Landes begeben würdest. Arigato. Danke für das Angebot, aber das ist nichts für mich. Ich muss hier bleiben und warten. Hm? Was war das denn? Auf meinen Vater. Er ist schon vor Jahren in See gestochen. Ist sicher irgendwo verreckt. Was? Passiert den meisten Seeleuten. Da mache ich mir nichts vor. Es soll auf seiner Route auch irgendwo einen riesigen Sturm gegeben haben. Ich werde nur das Gefühl nicht los, dass er eines Tages wieder zurückkehren könnte. Du kommst doch ziemlich in der Welt rum, richtig? Falls du irgendwo meinen Vater triffst, sagst du mir Bescheid? Ja, selbstverständlich. Weißt du noch, wohin er wollte? Ich glaube, er wollte in die Wüstengefilde. Tut mir leid, dass ich euch damit belaste und danke. Kiel. Die junge Hafennerin Kielstadt hat einen Tag aus in Richtung See. In der stillen Hoffnung, dass eines Tages ihr Vater am Horizont auftauchen würde, verschaffe ihrem Herzen etwas Linderung, indem du dich per Schiff auf die Suche nach ihrem verschollenen Vater begibst. Ein Überraschungsigel. Ja. Ich hätte auch gern einen Überraschungsigel. Der Igel wohnt jetzt hier. Nein, ich werde sterben! Wieso willst du denn sterben, guter Mann? Diese verfluchten Zungini sind schuld. Sie verteilen überall Sporen, die die leckeren, essbaren Pilze verdorren lässt. Wenn es keine Pilze mehr gibt, bedeutet dies das Ende für mich. Was soll ich denn sonst essen? Pilze sind doch das Einzige, wofür es sich in der Welt zu leben lohnt. Ist das nicht etwas übertrieben? Es gibt doch noch so viele andere Leckereien. Aber gut, ich will natürlich auch nicht, dass die Pilze aussterben. Wie kann ich dir helfen? Du musst den Oberfungimi ausschalten. Eine andere Lösung gibt es nicht. Bitte, wenn du einen Kleinen siehst, wird er dich sicher zu seinem Anführer führen. Aber sei aber vorsichtig, diese Viecher und ihre Sporen sind nicht zu unterstützen. Aber du schaffst das schon, ich glaube an dich, rette die Pilze. Ich soll also einem kleinen Fungimi folgen, damit er mich zu dem Anführer der Fungimis bringt, richtig? Haha, genau, das schaffst du doch, oder? Du findest diese Drecksviecher im Narrenwald, mich bringen da keine 10 Pferde hin. Aber du bist ja der Auserwählte, der diesen Pilzkillern in den Hintern treten wird, davon bin ich überzeugt. Ich wünsche dir alles Gute auf der Welt, ich wünsche dir alles Glück der Welt, mach sie alle. Ja gut. Ist in Ordnung. Pilzgefahr. Pilzgefahr. Hi. Bist du der, den ich suche? Ja, das ist der. Russenhocke. Was hat er denn? Kraut. Davon können wir ein paar kaufen. Tada. Tada. Okay. Matakoi. Nee, du kannst nichts mehr für mich tun. Ich bin wunschlos glücklich. Hallo, ich bin der Unterhosenboy. Moin, du bist nicht dieser Mission, der überall den Leuten hilft? Ha, man hört, dass du dich in der ganzen Welt rumtreibst. Die Geschichten von dir haben mich beeindruckt und noch dazu angeregt, meine eigene Weltreise zu starten auf meinem brandneuen Boot. Ja. Das klingt toll, vielleicht treffen wir uns ja zufällig irgendwo nochmal. Ja, da draußen auf den Weltmeeren wartet ein völlig neues Leben auf mich. Diese Muckis und ein Ruderboot, mehr brauche ich nicht zum glücklich sein. No. Was sagst du da, Ruderboot, Mensch, Opa? Kannst stolz auf deine Muckis sein und so, aber einmal um die Welt in einem Ruderboot, das ist doch purer Selbstmord.
wohl! Aha, das kann ein kleiner gelber Knubbel natürlich nicht verstehen, aber mit diesen Muskeln schwimme ich zur Not auch einmal um die Welt. Doch, das ist ja natürlich die zweitbeste Lösung. Ich hoffe ja mal, dass das Boot nicht sinkt, aber man weiß ja nie. Dann mach doch mal eine Testfahrt, irgendwie in der Nähe. Wenn du dich nicht allzu weit von der Entfernung entfährst, kannst du dein Schiff im Notfall sonst reparieren lassen. Oh. Das ist doch eine gute Idee, Junge. Dann mache ich mich mal auf den zum nächstgelegenen Strand, von dem man aus dem Meeressprung segeln kann. Gut, dass wir drüber geredet haben. So, jetzt aber. Bis irgendwann. Meersprung? Ach, der meint diesen steinigen Wasserfall mitten im Meer. Keine schlechte Gegend für den Beginn eines großen Abenteuers. Nein, nein. Schon witzig, dass unser Abenteuer jemand anderen dazu inspiriert hat, die selbst die Segel zu setzen. Was, Mann? Du hast recht, der Strand, von dem aus man auf den Meersprung sehen kann. Klingt wie ein schöner Ort. Lass uns auch hinfahren. Das scheint, wenn wir den rekrutieren können, dann scheint das ja mit seiner Hafenfahrt da jetzt nicht so. Der Schiffszimmermann Helge will fahren und wir müssen ihm helfen. Scheiße, ist doch nicht gelesen. Ist egal. Haben wir nicht gelesen, ist auch nicht so schlimm, ne? Wir müssen auch nicht lesen. Interessiert auch nicht. Hallo, wer bist du denn? Ich rede nicht mit dir, wenn du auf meinem Tisch stehst, du Arschkopf. Du hast es nicht leicht, was, Evan? Von dem Maus aus dem Land vertriebenen zu werden? Aber dein neues Königreich scheint gut voranzukommen. Ich komme, glaube an dich. Ja, danke, warum kommst du nicht auch zu uns? Ach, das ist nett, aber irgendwie gefällt mir mein Leben in Havanna. Ich verstehe. Aber nur eine Sache macht mir Sorgen. Niemand hier interessiert sich wirklich für Schuhe. Die meisten Leute tragen nur leichte Sandalen, die ich zwar von Zeit zu Zeit repariere, aber davon kann ich mein Leben nicht wirklich finanzieren. Ja. Wenn ich bei dir nach Herzenslust Schuhe herstellen könnte, käme ich gerne mit in dein Königreich. Weißt du, was mich überzeugen würde? Wenn du 25 Arten von Rüstungen und Accessoires herstellen würdest. Das würde mir zeigen, dass dein Königreich der richtige Ort für mich wäre. Okay. Ja. Am liebsten hätte ich ja in jeder Stadt, also Evan kommt vorbei, setzt sich an so einen Tisch und sagt, okay Leute, wollt ihr alle vorbeikommen hier? Mach einfach mal ein Zettel, füll aus, was willst du von mir? Ah, Monsterplätten? Ja. 13 Robben kloppen? Ja. Zwei Sachen herstellen? Ja. Nähzeug holen? Ja. Irgendeinem Engel die Flügel ausreißen und euch dann bringen? Ja, ja, ja. Alles mache ich, ist in Ordnung. Verstecken spielen? Ja. Ach, wer bist du denn? Danke für deine Hilfe morgen. Mit der Ausrüstung, die du mir verkauft hast, fange ich doppelt so viel Fische wie früher. Das freut mich. Pass nur auf, dass du das Meer nicht leer fischst. Also bis zum nächsten Mal. Alter, wer ist doch direkt aus Naruto? Die... Ha, kann ich dir helfen? Nee. Sind sie die Morgen die Händlerin, das Genie, von dem alle reden? Das stimmt, aber bevor ich Geschäfte mit dir mache, möchte ich, dass du mir etwas beweist. Etwas beweisen? Mein Job ist es, für jeden Kunden nur die beste Ware zu finden, doch dafür muss der Kunde selbst Qualität erkennen können, sonst wäre mein Genie verschwendet. Du. Was soll ich jetzt machen? Eva. Bitte wähle unter meinem Angebot den Gegenstand, von dem du glaubst, dass er den höchsten Wert hat und kaufe ihn. Der Wert liegt natürlich auch im Auge des Betrachters, aber einige sehr wertvolle Waren werden überall zum selben Preis gehandelt. Also bitte wähle etwas und kaufe es ganz normal, dann reden wir weiter. Hi. Na gut, ich versuch's. Keine Sorge, ich würde das gar nicht mit dir machen, wenn ich nichts von dir hielte. Evan Petty Whisker Tom, Gründer von Minneapolis. Ich bin nur etwas nervös. Welcher Gegenstand ist wohl der wertvollste? Okay. Bitte wähle den wertvollsten Gegenstand aus meinem Sortiment. Ich muss herausfinden, ob du ein Auge für Qualität hast. Hä? Da steht doch der Preis dabei. Ja. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Arigato gozaimasu. Vielen Dank. Bravo, diese Partitur wird überall auf der Welt zu einem sehr hohen Preis gehandelt. Damit hast du dein Auge für Qualität bewiesen. Ich habe einfach nur den Gegenstand mit dem höchsten Preis gewählt. Arigato gozaimasu. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich freue mich schon auf das nächste Geschäft mit dir. Ano. Also was das angeht, ich wollte eigentlich gar keine Geschäfte mit dir machen. Ich wollte dich fragen, ob du nach Minneapolis zielen würdest. Genau, deine Waren sind echt erstes Sahne. Wir wollen nicht anwerben. Bitte verkauf deine Spitzenware in Minneapolis. Ara. Also, ist das. Ihr seid auf Talentsuche. Dieser Service wird euch allerdings noch mehr Aufwand kosten. Ich überlege mir, wenn ihr mir eine Pusteblume bringt. Pusteblumen wachsen an besonders hohen Orten im Hügelland. Selbst unter Mobilisation aller meiner Verbindungen konnte ich bisher keine bekommen. Orte im Hügelland? Da wäre es wohl besser, wenn wir fliegen. Deva. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Suche. Ich warte so lange hier in Havanna auf dich. Nee. Ah, der salzige Wind von Havanna.
Ich höre den Sirenengesang des Meeres. Gut, so soll es sein. Meine große Heldenreise wird mich zu fernen Ufern führen. Mhm. Was habt ihr denn für ein Problem? Führt das Selbstgespräche? Oh, was sehe ich denn da? Dieser Blick in euren Augen. Ihr habt mich zweifellos erkannt. Ich bin es wirklich, die Reinkarnation des legendären Kriegers Lupo. Wer ist das eigentlich jetzt? Hallo? Du scherzt wohl, Lupo ist einer der legendären Urahnen der Wauts. Seine Faust spaltete Berge, sein Bellen ließ neue Flüsse entspringen. Viel legendärer kann man gar nicht sein und ich bei aller Bescheidenheit bin kein geringer als dieser Lupo in einem neuen Zeitalter wiedergeboren. Dann bist du ja unglaublich stark, oder? Ach, allerdings, und die ganze Welt soll es erfahren, deswegen befinde ich mich auf einer Pilgerfahrt zu den Stationen des Lebens von Lupo. Jojo. Bist du bekloppt? Das glaubst du auch selbst nicht, dass du so ein legendärer was auch immer bist. Remy, sei doch nicht immer so direkt. Oh, ich habe natürlich schon erwartet, dass eure Herzen das Unglaubliche nicht akzeptieren wollen. Deswegen werde ich für euch eine von Lupos Heldentaten wiederholen. Die Jagd auf 1000 Wölfe mit dem kleinen Finger. No! Mit dem kleinen Finger kannst du dir nicht ausdenken, sowas. In der Tat. Und die Menschen, die früher in dieser Gegend lebten, aus ihrer Drangsal zu retten, verjagte Lupo eine Horde Wölfe mit nur einem Finger. Indem ich wiederhole, werde ich nicht nur euch überzeugen, sondern auch den Grundstein meines erneuten Ruhmes legen. So soll es sein, für eine glanzvolle Heldenreise. Attacke! Ach, hallo Pupsi, na, warst du baden? Ja. Schön ins Sandbad und jetzt direkt in die Kokosnuss und heute nichts mehr machen, ne? So bist du. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir ihn einfach, lassen? Die einzigen Wölfe hier in der Regen sind die Dornwölfe. Will er echt mit einem kleinen Finger auf sie losgehen? Vielleicht hätten wir ihm wenigstens einen Fingerroot mitgeben sollen. Los, Remy, ihm nach. Wir können ihn doch nicht einfach ins Verderben rennen lassen. Sehr nah. Da hast du wohl recht. Geben wir ihm nach. Ach. 1000 Wölfe auf einen Streich. Ja. Da ist das. Okay, gehen wir mal zur Insel der Geister. Wir können ja jetzt ins Hochland da jetten. So. Luftschiff. Und beim nächsten Mal gehen wir dort hinten hin. Ist das schön? Ja. Bis dann.